Anlässlich der Markteinführung der neuen Hörmann Aluminiumhaustüren ThermoSafe und ThermoCarbon fand Anfang März im saarländischen Haustürenwerk des Tor- und Türherstellers eine Veranstaltung zur Vorstellung der neuen Türen statt. Die Aluminiumhaustüren sind den Kunststoff- und Holzhaustüren in vielerlei Hinsicht überlegen. Zum einen ist es die qualitativ hochwertige Pulverbeschichtung, die nach Jahren noch aussieht wie neu. Die Aluminiumtüren haben eine hohe Wärmedämmung, bieten Sicherheit bis Widerstandsklasse RC4. In einer Präsentation berichten Werksleiter Jürgen Oberdiek und Geschäftsleiter Marketingvertrieb Axel Becker über die wesentlichen Merkmale und Vorteile der Haustüren ThermoSafe und ThermoCarbon und wie es zu der Entwicklung kam. Die gestiegenen Energiekosten haben dazu geführt, dass sich auch der Endkunde viel mehr Gedanken als früher um die Wärmedämmung macht. Die Sicherheit spielt bei einer Haustür auch eine große Rolle, wird auch schon vorausgesetzt. Die Kombi zwischen Wärmedämmung und Sicherheit macht's. ThermoSafe, Türblattstärke 73 mm. ThermoCarbon, Türblattstärke 100 mm. Die ThermoSafe-Haustür eignet sich mit einem U-Wert von bis zu 0,8 für Bauherren mit hohen Ansprüchen an Wärmedämmung und Sicherheit. Sie kann in Niedrigenergiehäuser eingesetzt werden und entspricht schon den Anforderungen der neuen Energieeinsparverordnung. Unser U-Wert-Weltmeister, die ThermoCarbon-Haustür, ist die einzigste Aluminium-Haustür auf dem Markt, die einen U-Wert von 0,47 schafft. Das entspricht einer Wärmedämmung einer 40 cm Außenwand. Auch in Sachen Design setzen die Haustüren neue Trends. Waren noch vor einigen Jahren die meisten Türen weiß oder braun, wird heute vermehrt auf Farbe und besondere Motive gesetzt. Das außen vollflächige Türblatt sorgt für ein großzügiges Erscheinungsbild der Tür. Auch in der Innenansicht ist das Türblatt der neuen Haustüren vollflächig und harmoniert mit den Wohnrauminnentüren des Zuhauses. Durch das 100 mm dicke Türblatt der ThermoCarbon-Haustür ist es uns möglich, neue Designtrends, wie zum Beispiel im Türblatt integrierte 3D-Griffe, aufzunehmen. Diesem Designtrend folgen wir mit der Motivauswahl und den Farben im neuen Haustürprogramm. Bei einem Einbruchversuch wird sich von der Sicherheitsausstattung der Türen überzeugt. Wie heißt es immer so schön? Er hat sich redlich bemüht, aber es war umsonst. Keine Chance. Nee, wirklich nicht. Nee, man sieht es ja, das Türblatt, das steckt das alles weg, da muckst sich nichts. Herr Oberdiek, warum schafft es keiner, diese ThermoCarbon-Haustür aufzubrechen? Die ThermoSafe-Haustür ist mit einem 5-fach-Sicherheitsschloss serienmäßig ausgestattet und die ThermoCarbon sogar mit einem 9-fach-Sicherheitsschloss und verdeckten Bändern. Dadurch ist es die einzige Aluminiumtür auf dem Markt, die bis zu einer Widerstandsklasse von RC4 ausgerüstet werden kann. Die Sicherheitsausstattung von Türen wird in Resistance Classes RC angegeben. Die ThermoSafe hält mit der optionalen RC3-Ausstattung, einem Einbruchversuch eines erfahrenen Einbrechers mit unterschiedlichen Werkzeugen, bis zu 5 Minuten stand. Bei der ThermoCarbon mit RC4-Ausstattung, der Widerstandsklassenbeste unter den Aluminiumhaustüren, hätten selbst erfahrene Einbrecher mit einer Bohrmaschine bis zu 10 Minuten keinen Erfolg. Alle weltweit verkauften Aluminiumhaustüren werden in Deutschland gefertigt. Wir haben uns das Versprechen Made in Germany gegeben und das halten wir auch. Unser Fokus liegt auf der Qualität der Produkte.